Ach komm, guck mal. Ja, guck mal. Ja. Peter, ja. Schaffst du noch den Teppich? Ja. Und nehmt euch was zu essen. Und die fliegt ganz hoch. Guckt auch. Oh. Peter, das ist kaltes Bier. Ist ja gut. Ich komme euch ja jede Woche besuchen. Wir haben alles. Da kommt sie. Oh, bis auf meine Kleine natürlich. Komm mal her. So. Ich kann euch die Kleine nachbringen. Nee, das kriegen wir schon hin. Gut. Was kannst du lieben? Tschüss. Caro. Tschüss. 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 Sag mal, die kleine Maus. Geht's? Vielleicht sollten wir ihn doch mitnehmen. Er könnte sich ja wirklich um Caro kümmern. Ich kenne meinen Vater, das geht nicht. Er kann nicht loslassen. Wir melden uns ganz bald schon, ja? Kollegin Rosinski, schicken Sie doch mal einen Wagen zur Stube, der meldet sich nicht. Okay. Seit 20 Jahren arbeiten wir zusammen. Aber sowas ist noch nie passiert. Das hat nichts gebracht, keine Chance mehr. Ja, habe ich ja noch diese ganzen Medikamente, das hat nichts gebracht. Guten Tag. Die Tote heißt Maria Kirsch, Medizinstudentin. Sie hatte einen Zusammenbruch mit Atemnot und Krämpfen. Das war um 13.21 Uhr. Todesursache? Unerklärt. Bis auf die Behinderung war die Frau fit. Also Vorschädigungen als Ursache waren bisher nicht bekannt. Deshalb hat man uns gerufen. Guten Tag, Herr Kollege. Guten Tag. Na, alles in Ordnung? Ja. Haben wir die Namen und die Adressen? Ja, alles schon notiert. Sollen wir das große Besteck anfahren lassen? Nein. Zuerst mal die persönlichen Sachen sichern, einschließlich des Rollstuhls, den Leichnam in die Rechtsmedizin. Hallo? Warum werden wir nicht befragt? Warum? Oder denken Sie, dass wir nur den Schulgang vertragen? Nein, natürlich werden wir auch Sie befragen. Herr Mohn. Niklas Mohn, ich bin hier der Trainer und kannte Maria sehr gut. Ja. Und? Maria starb keines natürlichen Todes. Wie kommen Sie jetzt darauf? Na, Anfälle hatte sie nie. Ich denke, dass es Mord war. Haben Sie einen konkreten Verdacht? Nein. Gut. Nach der Obduktion wissen wir mehr. Vorher werden wir Sie einzeln befragen. Ja, aber vielleicht stellen Sie sich erst einmal vor. Das sind die Hauptkommissare Stubbe und Zimmermann. Niklas Mohn, Judith Barmann, David Zerske, Sven Kirsch, Lili Kirsch, Müller. Kirsch, ein Verwandter der Toten? Mhm. Der Bruder? Kann ich nach Hause? Ich muss ja mit meinen Eltern reden. Natürlich. Können wir Sie bringen? Sven ist ein Fußgänger. Eigentlich hat er am Anfang seine Schwester nur zum Training begleitet, aber dann hat er selber Spaß am Sport gefunden. Er spielt in unserer Mannschaft. Also gut, dann wollen wir mal. Wir gehen am besten darüber. Aber einzeln bitte. Und wir fangen an. Hm? Sie kommt bitte mit mir. Merkwürdiger Typ, der Trainer. Allerdings. Trotzdem war es gut, dass wir das volle Programm fahren. Ja, man will nichts falsch machen. Mit Minderheiten immer etwas mehr als korrekt. Zimmermann, bitte. Also, was haben wir bis jetzt? Nichts Spezifisches, nur dass die Tote von allen als Sonnenschein der Mannschaft beschrieben wird. Gibt's weitere Zeugen? Laut Aussage des Hausmeisters war zur fraglichen Zeit die Putzfrau anwesend. Leider konnte ich sie bisher nicht erreichen. Und vor allem kann der Mann bezeugen, dass Maria eine Viertelstunde vor Trainingsbeginn gekommen ist, und zwar ganz allein. Erst danach kamen die anderen Spieler, so kurz vor eins. Kamen sie zusammen? David war der Erste, dann kamen bald die anderen, mehr oder minder im Pulk. Was mich wundert, ist, dass ein Nichtbehinderter mitspielen darf.
Ich meine, die spielen auch alle in der Liga. Das ist kein Problem. Jeder Spieler bekommt entsprechend seiner Behinderung eine Punktzahl. Ein Fußgänger bekommt die 4,5. Wichtig ist, dass die Gesamtpunktzahl einer Mannschaft nicht höher liegt als bei 40. Gibt's Auffälligkeiten? Nicht viel. Ich mache die Auswertung fertig und schicke dann alles zu. Schön, dass wir uns sehen. Ich wollte dich schon anrufen. Das hätte mich auch sehr gefreut. Vielleicht reden wir noch mal in Ruhe. Über was? Über Dresden? Ja, über Dresden. Ich möchte, dass du meine Entscheidung verstehst. Ich fahre morgen für 2 Tage hin, wegen der Wohnung. Ich habe 3 ziemlich gute Angebote und muss mich jetzt endlich entscheiden. Eine ist in der Neustadt, eine in Loschwitz, eine in Dölzschen. Kannst du mir einen Tipp geben? Du machst deine Planung und fertig. Ach, Stubbe, wo ist denn das Problem? Hier ist meine Familie. Ja, und? Die sollst du doch nicht allein lassen. Man kann hier und da leben. In Hamburg und in Dresden. Es gibt Autos, Züge, Busse. In 4 Tagen kommt mein Umzugswagen. Vielleicht erklärst du es mir bis dahin. Hatte Ihre Tochter Feinde? Hatte sie irgendwelche Probleme? Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen in letzter Zeit? Ich habe es kommen sehen. Was? Wer weiß, in welchen Kreisen sie sich rumgetrieben hat. Sie hätte zu Hause bleiben sollen. Hier hatten wir alles für sie klargemacht. Ja, das Haus für teuer Geld umgebaut. Aber nein, sie musste ja alles alleine machen. Musste in diese WG. Es wird endlich mal Zeit, dass ich euch meine Ärzte vorstelle. Ihr ahnt ja gar nicht, wie viel Zeit ich mit denen verbringe. Der wichtigste ist der Herr Chirurgus, Dr. Machol. Die Hände. Ich liebe seine Hände. Dr. Machol? Darf ich meinen Zuschauern mal ihre Hände zeigen? Gold. Goldene Hände. So, jetzt kommen wir zu meinem Neurologen, Herrn Dr. Georg Riedel. Immer sehr korrekt, der Herr. Sehr korrekt. Ich weiß schon ganz genau, was er sagen wird. Maria, ich bitte Sie. Er macht seinen Patienten keine falsche Hoffnung, von wegen, jetzt kannst du bald wieder laufen oder so. Aber er selbst, er ist die Hoffnung. Ja. Maria, bitte. Habe ich's gesagt? Ich dachte schon eine Sekunde gar nicht mehr. Sie hatten mich doch angerufen. Ja. Das ist Marias Zimmer. Hier war jemand. Und wer ist jemand? Keine Ahnung, bin ich der Kommissar? Wer wohnt noch alles hier? Maria, Judith und ich. Wie kommen Sie darauf, dass... Schauen Sie doch mal rein. Spurensicherung bitte, Kollegin Berger.
Ist das Ihr Büro? Ja. Was gibt's? Waren Sie in dem Zimmer von Maria? Nein, nur an der Tür. Und Judith? Warum fragen Sie sie nicht selbst? Judith! Judith! Der Kommissar möchte wissen, ob du in Marias Zimmer warst. Nein. Ich brauch sie mal kurz. Kommen Sie bitte mit. Nicht so weit rein. Fällt Ihnen was auf? Fehlt irgendwas? Auf jeden Fall der Laptop und die Kamera. Ja, hier lagen sonst haufenweise DVDs rum und Festplatten und Chips. Die hat doch wie verrückt aufgenommen. Für ihren Videoblog. Wer hat einen Schlüssel für das Zimmer? Keiner, wir schließen hier nicht ab. Vielen Dank, Jo. Bis dahin. Sprechen morgen, ja? Bye. Ciao. Helga? Ja? Hier ist ein Brief vom Finanzamt. Zwischen den Spielsachen. Räum schon mal das Geschirr aus. Willst du nicht aufmachen? Eigentlich nicht, jedenfalls nicht heute. Kein Bock, mir den Tag versauen zu lassen. Ja, aber den hast du schon vor ein paar Tagen erhalten. Das kann sein, ja. Steuernachzahlung für letztes Jahr 1.800 Euro. Nachträgliche Steuervorauszahlung 900 Euro. Kein Problem, die sind nett. Ich kann mit denen reden, wirklich. Helga, das sind 2.700 Euro. Du bist nicht mehr der alleinstehende Lebenskünstler. Du bist jetzt Teil der Familie und momentan der einzige Geldverdiener. Das kriegt bestimmt bald wieder einen fetten Job rein. Ja, vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Das geht schon irgendwie. Und so lange leihen wir uns was. Von wem denn? Von meinem Vater etwa? Nee. Was ihr zwei immer habt. Versteh doch mal. Ich hab den wirklich lieb, aber es geht nicht anders. In 6 Wochen wird er pensioniert und dann wahrscheinlich hier jeden Tag auf der Matte stehen. Akzeptiert. Dann schleimen wir uns das Geld von der Bank. Nee. Ich werde mich im Sender zurückmelden. Das habe ich mir zwar anders vorgestellt, aber gut, was soll's. Komm mal her. Nee, komm mal her. Das fängt ja gut an. Stubbe? Ja, ja. So ganz verstehe ich nicht, warum Sie nicht auch nach Dresden gehen. Mit der Kollegin Berger. Kollege Zimmermann, das Schöne an unserer Zusammenarbeit war, dass wir uns nie mit persönlichen Sachen gequält haben. Wilfried, dann wird es jetzt langsam Zeit. Es war ja fast das Du. So kurz vor der Pensionierung wäre es unsere letzte Chance. Gut, Bernd. Wilfried? Na, Bernd klingt auch nicht viel besser als Wilfried. Das kann man wohl sagen. Vielleicht haben wir deshalb so lange mit dem Du gewartet. Ich werde in Hamburg bleiben. Hier lebt meine Tochter, mein zauberhaftes Enkelkind.
Und hier ist das Grab meiner Frau. Verstehen Sie das? Du. Wie? Verstehst du das? Ich weiß nicht, ob ich das nach 20 Jahren noch hinkriege. Wir werden sehen. Die junge Frau wurde vergiftet durch eine letale Dosis des Medikaments Graborom. Das ist ein Muskelrelaxanz, spielt in der Anästhesie eine Rolle, aber auch bei anderen Therapien. Relaxanz heißt, dass es entspannt die Muskulatur? Es lähmt sie und damit auch die Atmung. Das Opfer hatte keine Chance, sie konnte nicht sprechen, sich nicht bewegen, nicht atmen. Aber sie war bei Bewusstsein, das heißt, sie konnte denken und fühlen. Das bedeutet ja, dass sie reglos ihren eigenen Tod miterleben musste. Einstichstelle Hämatom. Das sind sichere Indizien für eine Injektion. Und die erfolgte im gelähmten Bereich ihres Körpers. Das heißt, sie hat den Einstich nicht gespürt. Die Dosis wirkt innerhalb von 15 Minuten, maximal einer Stunde. Entschuldigung. 13.21 Uhr starb Maria ja. Kirsch. Das heißt, alle Personen, die kurz vorher mit ihr Kontakt hatten, müssen wir durchleuchten. Eine Viertelstunde vor 13 Uhr war sie beim Training. Interessant wäre, was hat sie davor gemacht? Da war sie im Krankenhaus. Sie hat da wöchentlich einen Termin. Ich muss aufhören. Entschuldigung, meine Herren. Vielen Dank. Sie schicken uns bitte den Bericht. Ja? Natürlich, selbstverständlich, aber da ist noch was, was Sie interessieren wird. Vor allem kommt ein klassisches Mordmotiv in Betracht. Maria Kirsch war im dritten Monat schwanger. Ist das schmerzhaft? Ja. Am besten gebe ich Ihnen eine Injektion, das wirkt am besten gegen den Schmerz. Ich komm schon. Polizei, wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um Frau Maria Kirsch. Sie kennen sie. Ja, natürlich. Sie ist eine Patientin. Was ist mit ihr? Sie wurde gestern ermordet. Was? So ein positiver Mensch. Ein Vorbild für viele Patienten. Sie starb an einer Injektion von Graborom. Eine Stunde vor ihrem Tod war sie bei Ihnen in Behandlung. Ja, sie sollte kommen, wie jede Woche, aber sie hat kurz vorher angerufen und sich entschuldigt. War es das? Weil ich musste... Und wer kommt an die Medikamente? Die Schwestern. Ich. Sonst keiner. Ja, danke. Wiedersehen. Ach, Herr Doktor, wissen Sie, ob Maria Kirsch eine Beziehung hatte? Keine Ahnung. Aber unwahrscheinlich wäre es nicht. Das letzte Stück geben wir auf, wenn Mama, okay? Ich denke, das sollten wir aufheben. Ist er zusammengefallen? Du musst jetzt einen neuen Kuchen machen. Hier.
gleich wieder da. Ja. Wir haben noch alles. Wir haben ein wunderbares Kind, wir haben eine super Wohnung. Wir sind gesund. Das ist doch das Wichtigste. Und trotzdem streiten wir. Was ist denn? Er geht nicht ran. Wer denn? Der Chef von meinem Radiosender, er geht nicht ran. Das ist kein gutes Zeichen. Nicht aufgeben, okay? Es ist schon was Besonderes, wenn eine von uns schwanger ist. Sie haben es nicht gewusst? Nein. Aber Sie und Maria, ich meine, Sie waren doch Freundin. Ja. Aber vielleicht war sich Maria nicht sicher, ob es klappt. Hatte Maria eine feste Beziehung? Fest? Na ja. Aber ein Freund hatte sie längere Zeit. War schwierig, so eine On-Off-Beziehung. Und wer? Entschuldigung, ich habe auf Rufumleitung geschaltet. Ist ja Arbeitszeit. SGI-Versicherung, Judith Barmann. Guten Tag. Ja. Am besten, Sie schicken mir die Unterlagen gleich und ich prüfe das dann. Gut. Auf Wiederhören. Und wer? Niklas. Niklas Mohn? Ja, das ging schon eine Weile hin und her. Aber jetzt dachte ich, es sei vorbei. Und wer lieferte den Trennungsgrund? Unentschieden, denke ich. Niklas ist, wie soll ich das sagen, eher ein dominanter Mann. Und Maria? Dasselbe in weiblich und immer ein bisschen leichtfertig. Wie meinen Sie das? Mag kein Kind von Traurigkeit. Hatte Maria noch andere Freunde? Das glaube ich nicht. Ich meinte nur, dass sie... Sie war so lustig, so unbeschwert. Na? Papa, ich brauch dich. Hast du Zeit? Natürlich habe ich Zeit. Bitteschön. Und jetzt machen wir noch einen Kuchen für die Mama. Oh, jetzt ist der Kuchen raus. Guck, den machen wir für den Papa. Und hier hast du noch eins. Dann machen wir das für die Mama. Fein. Tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert. Ja. Na, Süße. Ach, wir haben uns prächtig unterhalten. Wunderbar. Prächtig, ja? Gut. Ist was bei euch nicht in Ordnung? Nö. Ist gut. Chrissy, ich weiß, wie das ist, wenn man sich einrichtet. Ja. Wenn ihr Geld braucht, dann... So, Süße, das wollen wir mal. Das ist für mich... Nein, man geht noch ganz gut. Aber danke. Nur meine Süße, wir gehen. Tschüss. Und danke nochmal, ja? Bitte. David, komm zu uns. Komm, wir denken an Maria. David!
Wenn ich das richtig sehe, hätte nur Niklas Mohn ein Motiv. Eifersucht. Sie mögen ihn nicht. Stimmt's? Nach Aussage der Großmutter hat Maria sie vor dem Training bei einigen Erledigungen begleitet. Von da ist sie dann direkt zur Sporthalle gefahren. Das heißt, vor dem Training konnte ja keiner die Spritze setzen. Sehr wahrscheinlich, ja. Also muss der Mörder doch einer der Sportler gewesen sein. Was sag ich doch? Die geben sich gegenseitig ein Alibi. Sie sind zusammengekommen und waren die ganze Zeit zusammen in der Halle. Nein, nein, stopp. Ich konnte dort endlich mit der Putzfrau sprechen. Die sagt, dass sie kurz nach Trainingsbeginn ein ihr unbekanntes Auto gesehen hat vor der Halle. Ach. Farbe silbergrau. Der Wagen gehörte keinem der Sportler und nach einer Viertelstunde war er wieder verschwunden. Autotyp, Kennzeichen? Leider nicht. Aber laut Aussage der Putzfrau hat der Wagen ein defektes Rücklicht. Die Glassplitter auf dem Parkplatz. Ganz genau. Als sie kurz nach 13 Uhr kam, um die Mülleimer zu leeren, stand der Wagen auf ihrem Parkplatz. Sie hat sich geärgert und den Wagen eingeparkt. Und deshalb muss er beim Ausparken rückwärts gegen den Fahrradständer geknallt sein, sagt sie. Kaputtes Rücklicht. Da haben wir doch schon was. Das heißt, diese Person käme als Tatverdächtige mit ins Spiel. Ja, sie war genau zu der Zeit in der Sporthalle, als Maria laut Aussage ihrer Teamkollegen zur Toilette ging. Hier. Der Hausmeister? Ist um 13 Uhr nach Hause gegangen. Gibt es weitere Eingänge hier? Ausgänge, mehrere Notausgänge. Hier, hier und hier. Die sind von innen offen, aber von außen verschlossen. Und der Schlüssel? Hat nur der Hausmeister und der hat keinen rausgegeben. Und was wird das hier? Ach, das ist eine Bestellung von mir. Spielzeug. Planschbecken, Klettergerüst, Sandkasten und ein Spielhaus. Ich baue eine Familienfalle. Ja, sehr schön. Aber leider ein bisschen klein. Ich dachte, Sie sind allein. Na, dann wird Ihnen die andere Wohnung noch besser gefallen. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche das Personalbüro, Herr Pollmann. Fast richtig. Nur um 3 Türen verfehlt. Da hinten links. Super, danke. Kanntest du die? Neue Spusi-Chefin. Kommt aus Hamburg. Versuch's. Jetzt komm schon. Gib dir Mühe. Du musst da wieder rein. Jetzt komm. Versuch's. Bitte. Bitte versuch's. Du kannst das doch. Du kannst alles schaffen. Alles, was du willst. Du musst nur wollen. Du bist doch mein Junge. Wir machen's zusammen. Hm? Oberkörper hochdrücken. Komm, komm, mach mit. So. Beine sortieren. Komm. Ja. Komm. Komm. Na komm. Hm? Jetzt mach, stell dich nicht so an! David! Ist genug, lass ihn. David, willst du immer nur warten, bis dir einer hilft, oder willst du leben? Judith, es reicht. Thank you.
morgen bin ich im Sender. Dann wird alles besser. Ich habe die ganze Zeit nur daran gedacht. Ihr kleines Spielzeug ist da. Wo soll's hin? Das ging aber schnell. Sie haben Express bestellt. Sonst trinken wir erst einen Kaffee. Nee, ich komm schon. Ja. Und haben ihn aufgrund dessen auf den Magen ausgepumpt. Schlaftabletten, waren das schwere Schlaftabletten? Ja, es war eine sehr massive Dosis. Gibt es irgendwelche Spuren, die auf Gewalteinwirkung hinweisen? Also wir können es nicht aufschließen, aber bis jetzt haben wir auch keine Gründe dafür. Wir müssen die weitere Untersuchung machen. Machen Sie Platz, Frau Stur. Bleiben Sie stehen! Frau Baumann, David liegt im Koma. Schauen Sie, Sie können jetzt nicht mit ihm reden. Hatte David Probleme? Wissen Sie was davon? Seit dem Unfall ist ihm das Leben ein einziges Problem. Was glauben Sie? Hat das was mit dem Tod von Maria zu tun? Das wissen wir noch nicht. Haben Sie irgendeine Vorstellung, was passiert sein könnte? Nein. David ist, also, er ist noch nicht so ganz klar. Der Unfall, der OP, das liegt 9 Monate zurück. Aber wir kümmern uns alle um ihn. Aber vielleicht fehlt ihm ja Maria. Sie gehen von einem Suizidversuch aus? Ja, Sie nicht? Warum versprechen Sie uns wichtige Dinge? Was habe ich denn verschwiegen? Dass Sie mit der Toten liiert waren. Sie haben mich nie danach gefragt. Also? Ja, wir waren zusammen. Aber seit langem schon nicht mehr. Genauer. Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Und danach mehrmals wieder. Wenn Sie das so genau wissen. Herr Mohn, das kann ein Tatmotiv sein. Liebe? Ja, Liebe ist manchmal der Anfang eines Dramas. Also mit Maria war es ziemlich aufregend, aber kein Drama. Und was war aufregend? Sie war sehr temperamentvoll und das bin ich auch. Aber es ging nicht mehr, es gab nur Streit. Gab es Streit wegen eines Kindes? Was soll das? Maria war schwanger im 3. Monat. Das wussten Sie nicht? Das glaube ich Ihnen nicht. Was denken Sie alle von mir? Dass ich das Kind nicht wollte? Für ein Kind wäre ich jeden Kompromiss eingegangen, jeden. Ich sehe zwar nicht so aus wie der perfekte Papa, aber ich wäre es sehr gern. Sehr gern sogar. Sehr gern. Hey, das ist ja schön. Hallo. Wie heißt du denn? Das ist Caro. Caro, du bist schon groß geworden, ne? Kleine wächst und wächst.
Hey, Chrissy. Dass du mir hier vorbeikommst? Ich dachte schon, wir sehen dich hier nie mehr. Ach, ich hab dir doch geschrieben. Mehrmals sogar. Und, wie geht's? Gut. Uns geht's gut. So gut, dass ich wieder arbeiten kann. Du, das tut mir leid, aber wir sind vorläufig voll. Ja, so einmal die Woche vielleicht. Chrissy, du weißt, wie gerne ich dich hier hätte. Also ich hab da mal was vorbereitet. Das sind gute Themen. Bitte, es geht nicht. Ich hab Kind bekommen, aber das ist doch kein Grund, mich auszuschließen. Was heißt hier ausschließen? Also du warst nie fest eingestellt. Ja, das ist ja keiner hier. Außer dir natürlich. Bitte, es geht nicht. Ich melde mich, wenn wir jemanden brauchen. Okay? Ich muss. Wilfried. Wo steckst denn du? Na, rate mal. Dresden? Mhm. Direkt an der Elbe. Ich auch an der Elbe, aber in Hamburg. Es ist so schön hier. Ich habe schon eine Wohnung gefunden. In der Neustadt. Schön. Ja, total schön. Fast ein bisschen groß für mich allein. Ich habe dir ein paar Fotos geschickt. Hast du es schon bekommen? Nö. Guck sie dir doch mal an, bitte. Bitte. Siehst du die Straßenbahn? Das ist die 4. Das ist ideal. Die fährt von Tür zu Tür. Was hast du heute noch so gemacht? Ja, ich war im Präsidium, Kollegen getroffen. Einige kennen dich noch. Einer war sehr hilfsbereit, hat gleich angeboten, mir die Altstadt zu zeigen, aber das wollte ich nicht. Ich will dein Dresden sehen, Stubbe. Nicht irgendeins. Dein Rosengarten, deine Rodelbahn, dein Kino Schauburg. Ich schick dir jetzt was. Du musst nur ein bisschen warten. Marlene, du hättest nicht gehen sollen. Tut mir leid. Was haben Sie über David rausgefunden? Nicht viel. Er hat bei dem Unfall die gesamte Familie verloren. Der Junge hat keine Feinde, woher auch? Der hat ja nicht mal Freunde. Spritze ins Bein. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie soll das gehen, ohne dass man es merkt? Wenn man sich kennt, körperlich nah ist. Entschuldigung, darf ich mal? Ja. So, und jetzt schauen Sie mal. Ein bisschen mehr Intimität ist das denkbar, vor allem wenn das Opfer am Oberschenkel nichts spürt. Könnte so gewesen sein. Heute möchte ich euch mal einen ganz besonders verrückten Haufen vorstellen, meine Basketballmannschaft. Und auch fast schon ein bisschen meine kleine Familie. Kommt mal mit. Da haben wir zum Beispiel den weltbesten Trainer Niklas Moll. Wir sollten Feierabend machen, wir sind die Letzten. Man sagt, der Niki kann ohne seinen Basketball gar nicht mehr einschlafen. Ich gucke hier noch ein bisschen. Und dann natürlich das Herz der Mannschaft. Die Jude! Morgen ist auch noch ein Tag. Ja, geh schon. Das hier ist ein ganz besonderer Ort. Wenn mir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, dann komme ich hierher. Ach schon, das nervt ja. Immer diese scheiß Kamera. Hier treffe ich meine Leute von der Uni oder vom Sport oder meinen eifersüchtigen Bruder. Ist ja auch nicht ganz leicht, eine ledierte Schwester zu haben. Aber manchmal treffe ich auch hier einfach andere Menschen. Ist mal ganz interessant, mal raus aus der Szene. Oder, David? Maria, hör auf, bitte. Judith, passt auf. Ich habe gesagt, du sollst aufhören. Es ist kein Spiel. Mach mal hier.
Kommen Sie doch zu mir. Chrissy? Chrissy? Schön. Essen müssen wir uns noch machen. Du hast geweint? Nee. Ist nur die Müdigkeit. Vergiss den Sender. Ich wollte einen schönen Auftrag reinbekommen. Ja? Vom Pudelzüchterverein. Pudel? Ja, ich fotografiere Hunde. Der Verein wird 50 und hat zu diesem großartigen Anlass eine Broschüre in Auftrag gegeben. Na toll. Und da kommst du ins Spiel. Wir können das Honorar verdoppeln. Pudel? Was soll ich denn über Pudel schreiben? Es geht um die Vereinsgeschichte. Die erzählen dir was, du schreibst das auf und schon ist die Sache erledigt. Tut mir leid. Eins ergibt sich aus dem anderen. Bestimmt kommt danach was Besseres. Und Pudel sind sehr schöne Tiere. Das sind Zombies. Zombies mit Locken. Was ist denn das? Ich dachte, wir fangen hier an und arbeiten uns dann im Uhrzeigersinn Richtung Schlafzimmer vor. Hm? Since I come home, where my body's. Gibt es etwas Neues von David? Nein. Er muss noch viel lernen. Wie der Fußgänger so schön sagt, auf eigenen Beinen stehen. Und wenn ich diese Bemerkung gemacht hätte? Das wäre nicht korrekt. Diesen Humor muss man sich erarbeiten. Am besten durch einen gediegenen Unfall. Und bei Ihnen war das so? Ja. Motorrad. Und danach war ich auch sehr allein, so wie David jetzt. Kennen Sie die Eltern von Maria? Ja. Ich halte die für unmöglich. Ach. Sie wollten ihre Tochter von der Außenwelt abschirmen, verhindern, dass sie Sport macht und dass sie sich bei der Uni einträgt. Maria sollte das kleine, behinderte Kind bleiben. Und davon hat sie sich befreit? Ja. Sie war eine Kämpferin. Und Marias Bruder? Sven? Ist nicht einfach. Ich meine, es war mal eine normale Familie und plötzlich dreht sich alles um Maria. Wollen wir noch was trinken? Ja, aber. Hm? Ja, sehr gerne. Oh. Kleinen Moment. Ja. Ja, hallo? Lass mich doch endlich los, Stubbe. Ich kann dich doch nicht alleine lassen. Komm, das brauchst du nicht. Man hilft, wenn einer an dem Rollstuhl gefesselt ist. Ah ja? Hallo? Niklas? Verdammt, was soll das? Niklas! Guten Morgen, Stuppe. Was soll der Scheiß? Mach das los! Ich wollte nur vorführen, was das wirklich heißt, an den Rollstuhl gefesselt zu sein. Danke für die Belehrung. Oh.
Nicht so was hasse. Komm, stell dich doch nicht so an. Das war doch nur ein kleiner Scherz. Zu spät. Ach, schöne Grüße von Marlene soll ich dir ausrichten. Falls du dich erinnerst, das ist die Frau, von der du die halbe Nacht gesprochen hast, bevor du eingeschlafen bist. Wird gestern angerufen und vorhin auch noch mal. Sie ist jetzt aus Dresden zurück und würde sich sehr freuen über deinen Besuch. Stoppe! Eine sehr, sehr nette Frau übrigens. Morgen, Herr Kollege. Morgen. Mach's was gut. Ja. Was war denn das hier? Alles Alte fliegt raus. Guten Morgen. Jetzt kommt doch bald der neue Chef und der will, dass unser Büro... Unser Büro? Ja, unser. Der erwartet ein modernes Büro mit einem Schnickschnack. Ich mach mal einen starken Kaffee. Was suchen Sie denn? Kann ich helfen? Ist nicht leicht im Moment. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sag's mir. Ich bin weder krank noch bedürftig. Und zum Zähneputzen brauche ich sie auch nicht. Der DNA-Test ist gekommen. Niklas Mohn wäre demnach nicht der Vater des Kindes von Maria gewesen. Habe ich mir bereits gedacht. Eben kam ein Hinweis zu dem gesuchten Wagen. Ihren Kaffee habe ich Ihnen schon. Wir haben wegen des defekten Rücklichts fortlaufend Autowerkstätten abgefragt. Heute gab es einen Treffer. Und? Dr. Georg Riedl hat seinen Wagen zur Reparatur angemeldet. Gratuliere. Hingehen oder vorladen? Weder noch. Ich will erst mal mit dem Staatsanwalt telefonieren, ob wir wegen der gestohlenen Festplatten eine Hausdurchsuchung bekommen. Ja, aber bis dahin würde ich ihn auf jeden Fall observieren lassen. Bitte? Wo ist eigentlich Zimmermann? Schlechtes Gewissen? Auf der Abschiedsfeier von Kollegin Berger. Wilfried, was machst du denn hier? Na, ich war ja gerade in der Nähe und da habe ich gedacht, gehst mal zur Charlotte. Ja, deine Sprüche haben mir gefehlt. Und ein richtig gutes Frühstück.
Im zweiten Punkt muss ich dich leider enttäuschen, Wilfried. Der Kühlschrank ist leer, ich muss erst einkaufen. Aber einen Kaffee gibt's immer, Wilfried. Na, wenigstens kein Espresso, hm? Kommt mir nicht ins Haus. Hier wird noch Hand gefiltert. Was hast du denn in der Gegend gemacht? Einen Mörder gejagt? Ach, ich würde sagen, ein Schwerverbrecher. Aber der ist mir entwischt. So ein Pech. Ist aber bald vorbei mit der Jagdzeit, Wilfried. Hast du schon Pläne für die Rente? Viele, sehr viele. Ach, das ist gut. Der Mann schaut nach vorne, nicht zurück. Als mein Mann in Rente ging, hat er sich in ein unausstehliches Scheusal verwandelt. Das, jedenfalls in der ersten Zeit. Das passiert mir nicht. Ich habe alles im Griff. Ja, bei so einer Freundin. Marlene wird dich ordentlich auf Trab halten, oder? Ja, das wird sie. Ach, Wilfried, es... Was ist denn? Ach, es ist mir so unangenehm, aber ich habe noch eine Verabredung mit einer alten Freundin. Du willst gehen? Ich glaube, Sie müssen uns da was erklären. Zum Mitnehmen. Und einen Stadtplan. Toll. Von 1988. Und damit du siehst, was sich getan hat. Die Orte meiner Kindheit, die habe ich eingekreist. Schöner wäre es, wenn du mich hinführen würdest. Komm doch rein. Ja. Reden wir.
Was soll ich sagen? Du beschließt was Einschneidendes, ohne mich einzubeziehen. Ja, vielleicht hätte ich das vorher mit dir absprechen sollen. Tut mir leid, aber was hätte denn das geändert? Die neue Stelle ist eine Riesenherausforderung für mich. Ist ein Geschenk. Traumjob. Ich glaube auch nicht, dass das der eigentliche Grund ist, warum du nicht mitkommst. Und? Was ist der Grund? Vielleicht hast du Angst vor dem Neuen. Ach. Keiner ruft dich zum Tatort. Keine Gespräche über den Stand der Ermittlungen. Keine Knobelei über einen möglichen Täter. Bitte. Du hast dir nie darüber Gedanken gemacht, was du danach tun willst. Bitte auf. Du hast gedacht, dass dein Leben immer so weitergeht, wie es war. Lass das jetzt. Warum bist du gekommen? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich mich mit deinem Weggehen arrangiert habe. Und dass ich bei der Abreise nicht winken werde. Warte, warte, bitte. Ich muss auch noch was sagen. Wir können doch nicht so auseinandergehen. Stoppe hier. Ja. Ich komme. Und jetzt kommt deine letzte Patientin. Mit einem unmoralischen Angebot. Hör auf, Maria, bitte. Bitte, und schalt die Kamera aus. Ist aus. Und alle Türen sind zu. Du bist wahnsinnig. Ja, bin ich. Von der Art gibt es noch weitere Szenen. Ein Treffen am See, ein Ausflug mit ihrem Wagen und sogar ein Treffen in ihrem Haus. Also? Ja. Wir hatten eine Beziehung. Aber es ging nicht um Sex, es war... Maria war eine außergewöhnliche Frau. Lange wäre das nicht gut gegangen, stimmt's? Stimmt's nicht? Das ging nicht mehr. Es war unvernünftig und verrückt. Aber wir konnten uns nicht lösen. Und Sie, warum waren Sie an der Sporthalle? Maria hat mich angerufen, weil sie mir was Wichtiges sagen wollte. Und? Was hat sie gesagt? Nichts. Sie wollte dazu mehr Ruhe, also bin ich wieder abgefahren. Woher wussten Sie von Marias Tod? Jemand aus der Szene hat getwittert, dass sie vermutlich vergiftet wurde. Und da habe ich so die Angst gekriegt, dass der Verdacht auf mich fällt. Und deshalb wollte ich dieses ganze Material hier verschwinden lassen. Herr Dr. Redl, ich sehe das ein bisschen anders. Als Maria schwanger war, wollte sie, dass sie sich bekennen. Ja, und plötzlich war die Geliebte für sie eine Gefahr, für ihren Beruf, für ihre Ehe. Was erzählen Sie denn da? Ich weiß nichts von der Schwangerschaft. Also mussten Sie handeln und haben ein Treffen verabredet und Maria das Gift injiziert. Es sollte so aussehen, als hätte es jemand aus der Mannschaft gemacht. Nein, nein, nein! Warum? Ich habe Maria geliebt wie keine andere. Nach der Tat sind Sie in Ihr Zimmer eingedrungen und haben Beweismittel vernichtet. Es gab keine Tat. Das stimmt nicht, überhaupt nicht.
du bist doch gekommen. Ich freue mich. Ich bin gekommen, weil ich den Rest des Satzes hören wollte, den du begonnen hast, als mein Handy geklingelt hat. Ja, ich wollte sagen, dass, wenn du nicht mitkommst nach Dresden, ja, dann werden wir uns irgendwann verlieren. Ich weiß. Ich weiß. Und warum sollte ich das tun? Ich meine, es ist doch Quatsch, es ist meine Schwester. Es geht um viel Geld. Und wie? Ich meine, wir waren doch alle zusammen beim Trainieren. Entschuldigung. Na, endlich. Ich habe schon mehrmals versucht, Sie zu erreichen. Warum schalten Sie denn Ihr Handy ab? Oh, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Kleinen Moment. Ja, das war's dann erstmal. Danke. So, da bin ich wieder. Sehr schön. Wo stecken Sie denn? An der Sporthalle. Ich bin mir sicher, dass der hintere Ausgang bei der Mutter eine Rolle gespielt hat. Haben Sie da wo? Ja, für einen Notausgang, der nie benutzt wurde, ist das Gas hier ziemlich runtergetreten. Und deshalb habe ich mir den Imbissmann mal vorgeknöpft. Und der hat zugegeben, dass er sich heimlich einen Zweitschlüssel besorgt hat. Wozu? Damit er seine Getränkekisten auf kürzesten Weg in die Halle schaffen kann. Und den Schlüssel, den hat er im Schubfach seines Standes versteckt. Und seit dem Tag vor dem Mord, da fehlt er. Das heißt, der Täter könnte ihn entwendet und benutzt haben, um unbeobachtet in die Halle zu kommen. Richtig, denn den Haupteingang, den hatte ja der Hausmeister zu diesem Zeitpunkt im Blick. Hier gibt es auch eine kleine Sensation. Rosi hat rausgefunden, wo Maria die letzte Stunde vor dem Training war. Sie war mit ihrer Großmutter beim Notar, wo sie von der alten Dame zur Alleinerbin eines beträchtlichen Vermögens gemacht wurde. Originalzitat Oma. Sie hat sich so auf das Enkelchen gefreut. Und ihr Bruder Sven? Tja, der geht leider leer aus. Ich war gerade bei ihm. Ein starkes Motiv. Und noch was Interessantes. Offenbar wussten alle Sportler, was da zwischen Maria und Dr. Riedel lief. Stubbe? Hallo? Was machst du denn hier? Das weißt du sicher. Viel kriegst du als Trainer hier nicht gerade, ne? Ach, hast du dich erkundigt? Ja. Und? Was sagst du? Passt Geld nur zum Giftmord? Tja, also ich denke nein. Aber deine Eifersucht. Ich bin nicht der Eifersuchtstyp, Stubbe. Dazu hatte ich zu viel Erfolg bei den Frauen. Maria hatte ein Verhältnis mit Dr. Riedel. Und das hast du gewusst. Und was willst du damit sagen? Du verstehst mich schon. Du meinst also, das macht jetzt einen Unterschied,
ob sie sich von einem Fußgänger- oder Rollstuhlfahrer vögeln lassen? Ja, das meine ich. Oder darf ich das nicht fragen? Was geht den Scheißdreck an? Ach, plötzlich? Hast du nicht gesagt, kein Schongang? Oder bringe ich da jetzt was durcheinander? Also schon. Und was willst du jetzt hören von mir? Hm? Dass ich nicht mehr so kann wie früher? Dass ich nicht zeugungsfähig bin? Und dass ich keinen mehr hochkriege? Willst du das hören? Ja, dass es dich rasend macht, andere Männer zu sehen, die kein Problem haben. Du hast doch keine Ahnung. Du hast nicht die geringste Ahnung. Liebe ist Liebe. Und wenn man will, kriegt man alles. Auch Sex. Zwar etwas komplizierter, aber es geht schon. Hörst du? Es kann auch ohne Gerammel sehr schön sein. Pardon. Wenn Marias Liebhaber auch ein Rollstuhlfahrer gewesen wäre, also kein Fußgänger, dann hätte es nicht so weh getan, hm? Aber ich war es nicht. Oh, was für ein stolzer Blick. Quinn, komm her. So ist toll. Jawohl. Also, vielen Dank. Das ist eine Mode. Würden Sie sich einmal neben mir auch dann mache ich ein Doppelporträt. Ja. Mehr kann ich mir vorstellen. Süße. Die kleinen Vierbeiner, ne? Es gibt zwei Beine und es gibt vier Beine auf der Welt. Aber das Merkwürdige ist, dass die meisten Zweibeiner lieber Vierbeiner wären. Dann danke ich Ihnen erstmal für das Gute, ja. Mich. Und sagen wir auch schon. Ja, vielen Dank. Super. Sehen wir uns morgen um 10 im Studio, ja? Dein Opa zum Beispiel, der steht im Augenblick ganz schlecht auf seinen zwei Beinen. Und der braucht jemand. Na, was erzählst du denn da, Charlie? Ich erkläre ihr die Grundlagen der Biologie. So? Klang ziemlich skurril. Was erklärt sie? Na los, komm, wir gehen. Stubbe hier. Hallo, ich bin's. David ist aus dem Koma erwacht. Was ist passiert? Hat es etwas mit dem Mord an Maria zu tun? Also für mich ist der Vorfall mit David ein Suizidversuch. Ohne Abschiedsbrief? Ja, an wen denn? Es ist doch offensichtlich die Mühe zu spüren, die er hat, die Geschehnisse des vergangenen Jahres zu bewältigen. Der Unfall, der Verlust der Eltern. Hier. Wie jetzt? Sie haben reserviert? Genau. Und wie, wenn es ein Serientäter war? Wer der Reihe nach alle Mannschaftsmitglieder vergiftet, was hätte er davon? Ausgeschlossen. Möglicherweise war er unliebsamer Zeuge des Mordes an Maria. Aber wenn das wirklich so wäre, dann wäre doch die Gefahr für ihn nicht vorbei. Sehr gut. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum er immer noch schreibt. Aus Angst? Vor wem? Vor dem Täter? Richtig. Aber was hindert ihn, mit uns zu sprechen? So. Jetzt wird gefeiert. Auf euren Abschied. Was? Ja, das sollte so eine Art. Na, ich dachte, bevor im Kommissariat der große Trubel losgeht und viel geredet wird. Manchmal auch Unsinn. Genau. Deshalb dachte ich, wir sollten erst mal unter uns feiern. War ich jetzt schon wieder taktlos? Nein, nein, nein. Also dann auf unsere Pensionierung. Klang das jetzt ein bisschen sarkastisch? Prost. Prost. Wunderbar. Du hast
was ich noch sagen wollte. Danke. Ich hatte eine gute Zeit mit euch. Tina, ihr könnt mich duzen. Erinnerst du dich noch an den Tag, als du zum ersten Mal ins Kommissariat gekommen bist? Klar. Ich fand dich schrecklich. Ich dich auch. Steifer Hans der Art. Und ein Sachse. Mein Gott. Nur. Hat sich ja bald ausgesächsert. Ja. Ich weiß nicht, was dann kommt. Angst. Ja? Ich bin's. Was ist denn los, Papa? Irgendwas passiert? Nichts. Du bist ja noch wach. Na los, komm. Kollege. Alles gut? Bestens. Pass auf, ich habe noch mal über David nachgedacht. Wir haben da einen Denkfehler gemacht. Wir sind doch immer davon ausgegangen, dass sein Schweigen aus der Angst vor dem Täter kam. Ja. Aber vielleicht ist es genau umgekehrt. Vielleicht kommt es aus einer tiefen Bindung zum Täter. Ein Loyalitätskonflikt. Zu wem hatte denn David das größte Vertrauen? Judith Baumann. Ja, Judith war die einzige Person, zu der er Vertrauen hatte. Es ist doch durchaus denkbar, dass er sie zufällig bei der Tat beobachtet hat. Ja, oder bei der Beseitigung der Spur. Ach, du meinst? Und erinnere dich. David war der Erste, der mit der Gruppe in die Sporthalle kam. Ein, zwei Minuten vor den anderen. Psychologisch ist das plausibel, aber sehr gewagt. Vor allem, was ist das Motiv? Wir müssen noch mal Judith überprüfen. Und vor allem ihre Verbindung zu Maria. Guten Morgen, ihr zwei Hübschen. Guten Morgen. Nimm dir Frühstück, ist alles da. Danke. Wir müssen los. Willst du nicht ein bisschen warten? Ich weiß, mir jetzt schon zu spät. Zu spät? Wegen mir? Wir müssen zu einer Tagesmutter. Sie hat schlecht geschlafen. Oh Gott. Oh, du hast geschnarcht. Dann haben wir sie zu uns genommen. Und dann habt ihr drei schlecht geschlafen. Hm? Wir sind im Training. Oh, na, du hältst uns fit, meine Sag mal, Hundefotos? Ach, das ist ein Auftrag von Helga und mir. Haben die gut gezahlt? Naja, wir haben auf jeden Fall schon die nächste Anfrage. Katzenzüchterverein. Und dein Sender? Ja, die melden sich schon, wenn der Starmoderator keine Lust mehr hat. Hm. Und bei dir? Geht gut. Du musst was machen, was dir wirklich Spaß macht. Sonst wirst du noch ein alter Zausel. Bist du hier glücklich? Mhm. Sehr. Na dann? Na dann. Tschüss. Stubbe.
siehst du denn aus? Also, die Kollegin Rosinski war schon unterwegs. Guten Morgen, ihr zwei. Morgen. Morgen. Judith Barmann hat doch behauptet, nichts von Marias Schwangerschaft gewusst zu haben. Das war definitiv gelogen. Sie hat Maria begleitet, als die Schwangerschaft festgestellt wurde. Ich habe mit der Gynäkologin gesprochen. Davon hat sie uns nichts gesagt. Eben, und darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Aber wir sollten erst einmal klären, wie sie die Tat begangen hat. Möglicherweise hat sie ihren Wagen hier eingeparkt. Dann könnte sie die Tür mit dem am Vortag gestohlenen Schlüssel geöffnet haben, schaut sich um und rollt in die Halle. Es ist jetzt etwa eine Viertelstunde vor Trainingsbeginn. Sie muss vor Maria da sein. Hier könnte sie gewartet haben, bis Maria durch den Haupteingang reinkommt. Sie lässt ihre Freundin vorbei. Kurz darauf zeigt sie sich und tut so, als wäre sie durch den Haupteingang gekommen. Wann hätte sie die Spritze setzen können? Beim Bälle rausholen. So, Zimmermann. Und das ist die beste Gelegenheit, die Spritze zu setzen. Und Maria hat nichts gespürt. Judith verlässt hier wieder die Halle, setzt sich in ihren Wagen, wartet etwas und fährt dann vor den Haupteingang. Dort trifft sie kurz nach ihren Sportfreunden auf dem Parkplatz ein. Und dann geht's gemeinsam in die Halle. Ein glänzendes Alibi. Ja, perfekte Planung. Nur David war wahrscheinlich etwas zu früh in der Halle und hat noch gesehen, wie Judith Barmann über den Notausgang die Halle verlässt. Und später war ihm klar, was das bedeutet. Alles Hypothesen, wir haben keine Beweise. David ist unsere einzige Chance. Er muss gegen Judith aussagen. Das ist Judiths Wagen. Ich wollte dich da nicht mit reinziehen. Bist doch mein Junge. Es ging um Dr. Riedel. Wir waren... Georg ist der beste Arzt, den ich jemals kennengelernt habe. Dann haben sie sich in ihn verliebt. Zwischen uns war... sofort etwas Schönes. So etwas Selbstverständliches. Eine tiefe Beziehung. Warm und aufrichtig. Aber er hat Maria geliebt, nicht sie. Nein. Was reden Sie denn da? Quatsch. Sie hat sich in sein Leben gedrängt. Leichtfertig. Aber sie hätte ihn unglücklich gemacht. Sie hätte ihm niemals das geben können, was er gebraucht hat. Niemals. Für sie war es nur eine... ein schneller Erfolg, ein Spiel, um sich selbst zu beweisen. Als Maria schwanger war, da
Das konnte ich nicht ertragen. Hat Dr. Riedel jemals Ihre Liebe erwidert? Nein. Er hat es nicht mal gewusst. Frau Baumann, ich verhafte Sie wegen des Mordes an Maria Kirsch. Die sympathische Frau. Ich versucht hat, neulich anzurufen. Na was, sag sie. Abgereist. Schade. Marlene lässt man nicht gehen. Gedacht. Deshalb bin ich auch gekommen. Ich muss zum Dienst. Wir haben Zeit. Viel Zeit.